Hallo und herzlich willkommen zum Two Evers Let's Play mit Markus und Leberwurst. Ja, servus Leute, mitten in der Nacht, 22 Uhr ist gleich. Ich schaue jetzt mal, ich muss da R-Taste nachher drücken. So, der Jupp. Kaufpreis ist, aktuelles Gebot ist 104.500. Ja. Das bedeutet, ich spule jetzt mal vor, geschwind auf. Warte noch mal eben, ich komme gleich eben vorbei. Ich wollte nur noch eben den JCB an dem Feld abstellen, wo du gleich drischst. Ich habe nur ein bisschen noch vorgespult. Boah, der Fan schaut schon geil aus. Ich bin auf den Regen gespannt. Ich freue mich sogar richtig auf den Regen, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber der Regen war, glaube ich, schon, weil das ist ja immer das von dem Tag. Ja. Vor allem mit dem Licht sieht er. Aber irgendwie hat es heute doch gar nicht geregnet, oder? Ich weiß gar nicht. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es in den letzten Parts nie geregnet hat. Nee, hat es auch nicht. Leberwurst war ja eigentlich auch eine ganze Zeit. Ich bin gespannt, ob beim LS15, das fällt mir jetzt gerade auch ein, ob wer da. Denn hier den? Baut der Fan hier hin? Ja, der Leber hat den hergefahren. Ich war hier unten verkaufen. Ob beim LS15 das Licht, was die Maschinen werfen, nicht nur der eine sieht, was drinnen sitzt, sozusagen den Schein, was man dann macht, sondern auch die anderen. Ich glaube nicht, dass das kommt. Weil das wäre urpraktisch bei für ETS Nacht. Ist das zum Beispiel auch so. Ja, okay. Da sieht man gar kein Licht. So passt, halt, ich spule jetzt auf 59 58. Vor. Okay. Jetzt gehst du hin, ja. Bietest ein Tausender. Ja. Und dann spulst du wieder. Gleich voll für spulen jetzt einfach. Ja. Hast du schon geboten? Ja. Gut. Haben wir. Ja. Und jetzt können wir für das Restgeld Kühe kaufen. Kühe? Okay, das sind nicht mehr so viele. Wie viel Geld haben wir denn noch? 17.400. Okay, dann kaufen wir 7 Kühe. Also für 14.000. Ein bisschen Geld auf der hohen Kante ist ja auch nicht verkehrt. Ja, Spritkosten und so. Ja, das aber jetzt ein Beifahrermod. Ja, ich spring halt. So. Das bedeutet, wir müssen aber die Kühe schon verpflegen. Macht's das ihr? Ja. Machen okay. Wir. Ah, wir haben aber keinen Einstreuer. Doch, wir haben den Mist. Mischwagen. Na. Das und ist wir ja können kein auch Einstreuer. Mit Ladewagen streuen. Doch, klar. Bei unserem großen Stall kannst du es auch mit einem Ladewagen machen. Ach. Und man kann auch schön mit dem Ladewagen reinfahren, oder? Ja, das passt. Ja, dann. Halt, das bedeutet, ich soll jetzt Stroh da mal legen, oder was? Genau. Weil ja, deshalb habe ich ja gemeint, du könntest nochmal Gerste dreschen. Bevor wir irgendwas anderes machen. Und hier tut sozusagen die Wiese mähen und schwadern. Oder willst du Strohballen? Nee. Haben wir eigentlich oben schon einiges liegen. Die sind dann für die Futtermischung. Zum Einstreuen nehmen wir loses. Ich habe mich verfahren. Zumindest wenn es gerade verfügbar ist. Gut, ich habe mich verfahren auf der Map. Peinlich. Später als. Peinlich. Ich fahr geradeaus, aber weißt du, den Weg hinein da auf das Feld 30, da musst du einmal rechts abbiegen. Ja. Ich fahr schon und dann sehe ich auch mal vorne schon den Bahnhof. Denk mal, na, da bin ich jetzt schon zu weit. Ach Gott. Ich habe mich mittlerweile übrigens an 10% Lenkradspiel gewöhnt. Weil ich nie dringend das umzustellen. Und? Ist es so schlimm? Ja. Okay. Ich kann dir mal ein Foto davon machen, wie weit ich einschlag, bis er dann reagiert. Normalerweise, ja. wenn ich mit Unimog fährst du eigentlich mit sehr, sehr wenig Einschlag, ne? Und dann bist du so gewöhnt, so. Das hier ist dann eigentlich schon ein Maximaleinschlag, da wo es jetzt erst losgeht. Ja, ja. Das ist halt so, ist wenn man Forst spielt mit Controller. Ja, aber ich glaube, du kannst in Force gar nicht anders spielen. Ja, das ist schon. Okay, es gibt auch viele, die es mit Maus versuchen, aber irgendwie. Ja, Nico hat es am ersten Abend auch mit Maus. Ich muss mal bei unseren zwei Helden das anschauen wieder. Ja, da ist es halt heldenhaft. Ja, die spielen doch auch mit Maus, oder? Ich würde sagen, die halten tapfer durch, ja. Also, sie machen es eh nur die Woche, halt, ist nicht so schlimm. Ja, und danach vielleicht, haben sie schon was gesagt. Okay. Irgendwie an einer bestimmten Stelle vom Hof, egal mit welchem Fahrzeug ich da lang fahre, schaltet sich bei mir für ungefähr 5 Sekunden das Licht aus vom Fahrzeug. Was? Und geht danach wieder automatisch an. Ein Wackelkontakt. Genau. So ungefähr. Es ist aber
immer an derselben Stelle der Map. Vielleicht ist da auch eine Spule eingebaut, die durch Selbstinduktion. Das ist ein Easter Egg vom Nico. Ja, ich glaube, dass Nico vielleicht die Beleuchtung von dem Standardgebäude rausgenommen hat und irgendwie das abgefärbt hat, keine Ahnung. Sorry, dass ich da jetzt durch den Baum fahren muss. Oder ist wirklich eine Selbstinduktion und dadurch wird das Weg dann seinem Ursprung entgegen und so. Deswegen geht's nicht. Also ich muss jetzt Strohablage, habt ihr jetzt gesagt. Jo. Ja, weil dann kein Strom mehr fließt. Boah, Feld 11 sind auch nochmal 5 Hektar. Boah. Ordentlich. Hä? Wie kann ich Strohablage machen? Komma. Komma. Glaube ich zumindest. Ja, bei dem Case war es bestimmt. Ah, nein. Jetzt weiß ich's. Was war? Nicht ausgewählt? Nein, ich habe noch Rapsdisch drauf gehabt und dann schreibt das oben nicht hin, weil er ja keinen Stroh hinlegen kann. So. Du hast noch Raps im Bunker oder was? Nein, nur den Rapsdisch auf dem im Schneidwerk. So. Das macht er jetzt. Macht er erst ab, wenn er wirklich. Ja, wenn er wieder in den neuen. Und ich habe mir jetzt gedacht, nein, es steht aber oben in der Hilfe nichts drinnen. Und dann habe ich Komma gedrückt, schreibt er mal hin in die Informationsfenster Strohablage für diesen Fruchttyp natürlich, ja, Fruchttyp nicht möglich. Was der Typ? Ich schnapp mir schon mal den Zetter, oder? Ja, erstmal muss da gemäht werden. Ja, aber ich glaube, wieso wollt ihr zettern? Frisches Gras für die grüne Kühe geht ja auch, braucht ihr nicht Heu sein. Aber da ja, ist der Ertrag höher. Ach so. Das ist so typisch. So, das ist so Community-Server-like einfach. Da ist der Ertrag höher, das müssen wir so machen. So. Der Community-Server-like ist mehr so schöner 100 PS Johnny, der ein geiler Mod ist, vor einer 22 Meter Burgold-Sämaschine. Ja. Aber da die Sämaschine ja dieses, die hat ja diesen extra Behälter für Saatgut und Dünger, ne? Ja. Den hängt man da aber nicht dran, weil der Trigger steckt ja eh in der Saatmaschine. Das andere ist ja dann quasi Deko. Muss man ja nicht machen. Nee, das ist ja nur Düngung dann. Ja. Das ist ja quasi das Düngerfass, weißt du? Mhm. Das Düngerfass. Ein riesiger Düngerstreuer. Ja, eben mal einen gescheiten. Also Ballenpressen müssen wir auch noch. Du kannst eh wieder 5 Ballenpressen. Achso, ja, Entschuldigung. Ich aber vergesse. Sind noch da, ja, also ich weiß nicht, anderthalb Wiesen haben. Abholen wir da muss ich noch wieder die eine, das eine Feld. Kann man in den Stall nicht reinfahren, hier, wo die Kühe sind, normal. Oh ja, aber den müssen wir sogar ausmisten. Der ist auch ausmissbar, ja. Weil wenn man hinläuft, gehen die Türen nicht auf und das ist gar kein Trigger. Wahrscheinlich nur wegen Fahrzeug. Guck mal. Also rechts und links die Türen gehen auf, das weiß ich, da habe ich schon mehrmals. Ich hab's nie im Multiplayer probiert, aber ich denke mal, das wird gehen. Außer wir brauchen den Map-Dot-Trigger, ich weiß nicht, was einfach ist. Ah, den haben wir eh drin. Trigger haben wir aber drin. Ja. Aber mit dem Auto entfernt, ja. Traktor entfernt jetzt auch. Haben wir gedacht, fast. Habe ich mir fast gedacht. Sorry für den Lag kurz. Hab grad Licht eingeschalten, falls ihr Lag gehabt habt. Ja. Ja, muss ohne Licht fahren, die Nacht ist doch eh so hell. Ja, ich fahr eh schon ohne Licht. Den ich auch so. Leider echt teilweise unnötig. Ja, leider. Sagen wir so wirklich leider. Also zum Beispiel das war, was ich auf der Hagenstedt richtig geil fand. Was? Dass die auf der Hagenstedt Modified, dass die Nächte da wirklich deutlich dunkler waren. Ja, aber ich habe sowieso nur untertags gespielt. Wir haben nur untertags gespielt, genau. Halt. Aber trotzdem, wenn wir da mal gespult haben auf Screen, dann. Die Nächte waren cool. Da konnte man wirklich Scheinwerfer gebrauchen. Steht denn das Mähwerk? Oben bei dem. Oben am Hof Ding. Achso, okay. Oder glaube ich zumindest. Ja, ist gut. Gut passen. Aber eigentlich könnte schon mit dem Ladewagen einmal runterkommen, einer. Also wir sind ja heute nur zu dritt. Okay. Stimmt schon. Es ist schon ein bisschen Stau, aber ja, machen wir halt mal ein bisschen ruhiger. Ändert sich ja auch irgendwie wieder. Hier ist wieder die Stelle, wo das Licht ausgeht und gleich ist wieder die Stelle, wo das Licht angeht. Ja, das
bestimmt wirklich so Spulen drin, die dein Fahrzeug manipulieren. Geht es aber gar nicht. Oh, jetzt, doch, jetzt geht es an. Wenn ich sage, dass es nicht mehr angeht, dann geht es an. Gut, gut, merke ich hat, mir. Hat so eine Sprachaktivierung? Ja, ja, klar. Musst du dreimal klatschen. Musst du dreimal klatschen. Das gibt's doch sogar. Ja, es gibt so ein Licht, was du mit Klatschen oder mit Berührung oder... Aber das mit Berührung ist irgendwie... Was? Unnötig. Die haben eine Lampe, die damit ist, glaube ich. Was, die, was ja. du im Teleshopping gibt auch? Die, was du nee, in nee. Alle Richtungen kippen kannst? Die mit Berührung oder mit Klatschen? Nee, das ist so eine Deckenlampe, ist das. Okay. Ja. Und also so eine, die über den Esstisch hängt, wo du dann quasi oberhalb von den Glühbirnen anpacken kannst und dann dimmst du die damit. Okay. Cool. Ne, meine Oma hat wo mit so einem Lichtschalter, so einem Touch-Lichtschalter. Mit einem Lichtschalter hast du eine Lampe. Und wenn man da dann drückt, also gedrückt hält, dann dimmt sich das auch. Soll ich dich einweisen oder kannst du das alleine? Mach dort nach Gehör. Nach Gehör? Das habe ich auch schon von vielen, von einigen gehört. Dann war der zu weit. Von einigen gehört, die das extrem hassen. Wenn man so probiert, einen Dialekt zu sprechen. Ja. Überhaupt, wo du und der Arktik das gemacht habt, da beim Spinter-Eis. Da haben wir drei oder vier Leute, da ist sie extrem gehatet worden. Was ich auch verstehe, wenn man verarscht keinen Dialekt. Oder man, finde ich zumindest. Jetzt habe ich beleidigt. Jetzt reden sie nichts mehr mit mir. Aber irgendwie ist es trotzdem lustig. Ja. Ich werde mal kurz tanken, bevor ich tanke. Ich werde mal kurz tanken, bevor ich mähe. Weil sonst bleibe ich hier auf halber Strecke liegen, Mensch. Irgendwie ist das so eine Aufnahme, wo ich glaube ich schon drei Fahrzeuge vorgetankt habe. Ja, weil wir einfach nur immer leer hinstellen. Ja. Der Chef muss betanken. Immer wenn es rot ist, muss ich zum Tanken. Da fahre ich noch meistens ein bisschen. Ja, ich fahre auch noch, also bis zur Hälfte vom Roten, dann kann man mal drüber nachdenken. So ab 50 Liter bei den großen Maschinen mache ich mir mal Gedanken. Ja, im Merlo habe ich letztens auf 4 Liter runtergefahren. Ja, der Merlo, der verbraucht aber auch nicht so wild. Aber ich würde mir Gedanken machen, wenn irgendwie der Big X nur noch 50 Liter hat, ist es ein bisschen... Also, das ist schon fast zu spät dann. Dann muss eigentlich bei 100 dir mal Gedanken machen, wo du hinfährst. Der läuft dann ja nur auf Reserve. Der hat dann nur noch quasi was in den Schläuchen, der Tank ist schon leer. Ja, der saugt dann die Schläuche noch leer und dann ist Ende. Oh. Werden 20 Blinde ab. Aber wir könnten für die Kühe Mischsilage machen. Halt halb Gras, halb no? Ja. Halb Voll. Gras, halb Mais. Aber und das sicher geht das. Gras und Stroh. Nein. Ach so, Mais, du meinst Silage jetzt. Nur Silage herstellen, dass man sozusagen... Ja, du musst ja Körnermais reinschmeißen. Nein. Und dass wir die Silage mal halb machen. Das Silo hier oben ist fertig. Also wir könnten auch totale Mischration machen. Die totale... Okay. Mischration. Das sag ich jetzt nicht. Dann schnapp ich mir den Merlo und mach das eben. Nein, aber weißt du, was ich meine? Dass wir über das... Nee, lass erstmal den Einstreu... die Misch... Maschine. Cool. Ja, wir holen jetzt erstmal gleich einen Ladewagen bei Markus da runter, dann passt. Ja, sogar mehr könnt ihr holen. Also mehr wird nicht reingehen. Ja. Das restliche könnt ihr verkaufen. Ja, aber du wirst ja Futtermischwagen nicht dafür brauchen, oder? Futtermischwagen, ja, kommt drauf an, wenn wir mal mit Ballen einstreuen wollen. Ne, ich werde den cool, Futtermischwagen einmal jetzt gleich eine volle Mischration, totale Mischration machen. Eine komplette Ladung vorbereiten. Ich muss nur erst hochfahren, die Schaufel hochbringen und dann runterfahren und die Gabel holen. Habe ich nicht eine Gabel habe ich oben? Nein, habe ich die. Ah, die mich mit runtergenommen stimmt. Wir können dann demnächst auch eigentlich mal. Okay, da braucht man Rüben und Kartoffeln für Rinder. Ja, brauchen nicht, oder? Ja, aber es ist auf jeden Fall von der Effektivität. Ich verstehe nicht, für was man Kartoffeln und Rüben für die Rinder braucht. Zur Fütterung. Normalerweise gibst du da magst du da Schrot. Halt, ja, also keine Schweine fressen ja quasi alles. Ja, aber es sind ja Rinder, oder? Ach ja, Rinder. Brauchst du da nicht Körner?
Und nicht halt. Du brauchst Körnermais zum Beispiel, ja. Nein, nicht Körnermais. Ja, dann machen wir halt mit Körnermais. Ja, du kannst auch Weizen könntest du reinkippen und Gerste. Nur Raps nicht. Halt, dann würde ja, das aber eh funktionieren. Angucken. Ich hab's noch nie ausprobiert, auch. Und das Verkaufen von den Dingern. Aber das Angucken darfst du jetzt nicht mehr machen. Ne? Nein. Nein, erst morgen. Vielleicht, okay. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auch erst morgen wieder, wenn ich heute nichts mehr darf. Und tschüss. Ciao, Leute. Tschüss.